Und damit herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen rumprobiert. Und ich habe beschlossen, ich bringe die Crafter doch in einen Raum. Macht's dann einfacher, glaube ich. Dann gehen wir da noch einen dritten dazu. Und die Holz können wir da dazu geben. Und dann kommt auch noch ein drittes Holz dazu. Oh oh. Was höre ich denn da? Gut, hier nichts von da unten. Passt. Zu den Craftern gehört natürlich auch der hier. So. Eins. Zwei. Und da kommt auch noch mal dazu. Ja, dafür verschwindet hier dieses Lehm. Danach muss ich nur noch die anderen Kisten dazu sortieren. Ich glaube auch das mache ich nochmal anders. Machen wir es so. So. Und so. Die anderen machen wir dann dazu versetzt gegenüber. Wird, glaube ich, besser. Und danach muss ich schauen, wie ich ganz schnell mehr Schwerter kriege. Das ist jetzt eine Kiste, die brauche ich nicht oft. Die kann ruhig dann nach hinten. Rüstung. Okay. Trapper Level 1, Eindringlinge. Okay, der kann da oben. Mach ruhig. Nein, ich würde dich nie ignorieren. Nein, ignorieren würde ich dich nicht. Nein. Niemals. Na ja, gut, vielleicht doch. Jetzt warten wir, bis er die umgesetzt hat. Dann schauen wir noch einmal. So, die können wir jetzt wieder zusetzen. Und da meinte ich so, genau. Muss ich ja nur einmal drehen. Hoffe, die war noch leer. Holz, Holz, Holz. Stein, Stein. Stein. Lehm, Lehm. 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 Barren, Barren. So.
Wie viele fehlen mir jetzt da noch? Drei. Das ist wieder mal eine tolle Anzahl. Gut, wir haben einen Stoff hier noch und wir haben einen Schreiner noch. Also, darin gehen wir jetzt zum Beispiel dann ungekochtes Essen. Viermal. Oh. So. Ja, was war das? War mal Level 6, sehr gut. Gekochtes Essen. Kochzutaten und Tierfutter. Gut, das können wir dann umdrehen und stellen wir da her. Das auch. Kommt da dazu. Dann brauchen wir noch Kisten. 10 Stück, okay. 3, 4. 3, 4. Und so, notfalls können wir die anderen da daneben noch geben. Aber damit haben wir deutlich kürzere Produktionswege. So. Da fahren wir bei Level 6. Gut, dann können wir die mit sagen, du bist jetzt nicht mehr Farmer. Du bist jetzt Koch. Herzlichen Glückwunsch. Sobald der andere Koch ist, kann der. Genau. So. Und haben wir mittlerweile 10 komfortable Betten. Fünf, sechs, sieben, neun und 10. Bei 11 Leuten müsste das reichen. Und da hätte ich gerne eine Taste, die ich einfach drücken muss, damit alles aufhebt. Eieiei. Oder dass ich einen Bereich ziehe und dass ich dort sage, aufheben. Naja. Vielleicht doch einfach so. Ja. Ich sehe schon, wir bauen doch einmal komplett im Stein. Das Haus da draußen wird nicht fertig werden. So, was machen meine... Ah, die gehen schlafen. Okay, ja, das sei ihnen vergönnt. Wie viel fehlt dem Schmied jetzt noch? Er braucht...
Level 4. Okay. Kann er irgendwas herstellen außer Bahn? Ritterschilder. Bringen wir noch nichts. Bronzereifen, Bahn. Lass mich kurz nachschauen. Stadtlager. So. Hammer. Könnte man nehmen. Hammer. Oh, wir haben fast keinen Stein mehr. Cool. Und was verkaufen wir? Die hier komplett. Die hier teilweise. Den normalen Tisch, die normalen Betten und die einfachen kann man verkaufen. Wunderbar. Dankeschön. Und wenn nur ein Stein fehlt, dann können wir ja jetzt schon langsam anfangen. Also warte mal, wir könnten hier hochbauen, ja? Ne, hier hoch. Wir könnten hier hochbauen und hier hochbauen. So. Und jetzt könnten wir anfangen damit. Sehr gut. Schön, danke schön. Freut mich. Kräuterarzt Level 2, das ist sehr gut. Da könnte man eine Leiter hochbauen. Schmied Level 3, das ist noch besser. Und da könnten wir uns mal das Holz holen. Könnten auch hier doch das noch holen. Schmied Level 3 heißt. Okay. Ich kann jetzt schon. Das wäre aber auch eine Idee. Fehlt mir noch was? Okay. Gut, Ritterschilde habe ich jetzt gleich. Das war. Ein Heiler. Das wäre nicht schlecht. Auch für den Heiler. Das wäre gut. Das wäre auch gut. Kann er noch nicht bauen. Okay. Und Waffen? Hat er schon gebaut oder wie? Moment, wo sind unsere Krieger? Wo strawanzen die gerade wieder rum? Sicher gerade am Essen. Eieiei. Nee, hat er noch nicht.
oder? Nein, hat er noch nicht. Habe ich die Waffe nicht in Auftrag geben? Ich bildete mir ein, ich habe sie in Auftrag geben. Gut, vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Ah, das funktioniert sehr gut. Wunderbar. Ach, da oben. So schnell kann abbauen gehen. Ein einfacher Händler, was hast denn du? Kauf. Badenrollen nehme ich gerne. So, damit kann man noch sagen, Kauf. Kauf. Fertig. Den habe ich ja ganz vergessen, Händler. Sowas aber auch. Da könntest du mit einer Reihe abbauen.
So, das heißt, meine Krieger sollten jetzt schon deutlich besser ausgestattet sein. Und wenn ich das richtig gesehen habe. Achso, dazu müsste ich einen Kräutergärtner anschauen. Kräutergärtner. Dann könnte ich dich schon zum Heiler machen. Okay. Ja, ich denke, herzlich willkommen, Heiler. Oder? Wird schon sinnvoll sein. Du wirst mein neuer Kräuterarzt. No. Jetzt. Ja, die rennen jetzt schon mit besseren Waffen rum. Dann können wir da weitermachen. Es läuft ja. Sehr gut. Dürfen wir uns nicht darauf verlassen. Wir wissen, es kommen immer stärkere Gegner. Und wir haben nicht gerade kampferfahrene Truppen. Das ist was, was uns definitiv hier noch fehlt. So. Damit haben wir da zumindest dann schon mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, das Bett haben wir vergessen, oder was? Das geht ja mal gar nicht. So, da hinten haben wir nur 10 Betten. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein paar schöne Betten aufstellen. 12, 13, 14... 15, sehr gut. Ich habe meinen Koch vergessen. Habe ich ihn das jetzt schon herstellen lassen oder gar nicht? Nö, ich habe ihm nur gesagt, du bist jetzt Koch und danach habe ich nichts mehr gesagt. Interessant. Eieiei, da nu. War. Also davon soll er dauerhaft im Lager haben. Davon natürlich auch. Ich höre es. Ein Steingolem. Der Steingolem haut irgendwas. Nein, das ist kein Steingolem. Das ist schlimmer. Jetzt ist er durch meine Türe durch.
Heiler, heile. Oh Mann, der hat ja noch gar keinen Schaden gekriegt. Du sollst nicht das Monster heilen, du sollst meine Einheiten heilen. Oh Gott. Und es sind jetzt zwei. Gegen einen. Also nein, eigentlich sind es ja drei gegen einen. Okay, wisst ihr was? Kommt sie mal darüber. Schauen wir mal, wenn alle mithelfen, ob es dann was wird. Helft's mit? Ich schau nur zu. Ihr könnt's mithelfen, Leute. Da drauf. Alle. Oh Mann. Der ist gerade mal halb. Oh oh. Kommt, ihr schafft das bitte. Er ist nur noch ein Viertel, also kommt, das packt's, Leute. Kriegt doch nachher Festessen. Komm, macht sie fertig. Nein, nicht du mit keinem Leben mehr. Uiuiuiui. Das denke ich mir. Jetzt dürft's fest essen. Heiler ist wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde beschäftigt mit dem Heilen. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir müssen schauen, dass wir da ganz schnell eine Türe... Haben wir noch eine im Lager? Ich glaube, Auftrag würde ich es geben, oder? Schauen wir mal. Ja. Habe ich noch. Also, dann hoffen wir mal, dass das Fenster die Türe ganz schnell wieder einsetzen. Dass die Nacht ereignislos rumgeht. Eieieiei, und dass dann morgen alle wieder geheilt sind. Oh Mann. Ja, ich sag damit tschüss, tschau, baba. Bis zum nächsten Mal.